Okay, also du bist ja Kandidatin für die SPD und ich wollte einfach mal fragen, wie kamst du zur Politik und insbesondere zur SPD? Also ich bin jetzt schon seit 4 Jahren bei der SPD. Ich bin damals bei der Bundestagswahl eingetreten und es war so, dass durch meine Gemeinschaftskundelehrerin, die hat jemand von Junges Freiburg zu uns in die Schule geholt und die haben irgendwie gesagt, für was sie sich so einsetzen, für mehr Nachtbusse, für ein Nachtleben irgendwie einfach, für Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche und das waren irgendwie auch alles Themen, die mich persönlich betroffen haben und dann war für mich klar, okay, ich will da irgendwie mitreden, ich will mitentscheiden und es war dann die erste Entscheidung, die ich getroffen habe, okay, ich will in die Politik reingehen. Und dann habe ich mir einfach Wahlprogramme angeschaut und damals war eben gerade Bundestagswahl, deshalb war es ganz praktisch, da war gerade so dieser Auftritt auch von auch online gut präsentiert einfach und dann fiel meine Entscheidung relativ schnell auch auf die Jusos und auf die SPD und dann bin ich da hingegangen und dann war ich sofort eigentlich überzeugt und bin seitdem dort geblieben.